Wie geht's euch? Dr. Beno vom Rassegeflügelkanal Dinosaur hier. Willkommen zurück zu einem weiteren Video über Rassetauben. Ralf, Taubenzüchter durch und durch, wird uns in dieser Episode Anfängertipps für Taubenneuzüchter geben und mich mit einem Verkaufspreis von 1000 Euro für Rassetauben erstaunen. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Und ich sage mal, zum Züchten zählt ja auch nicht nur das Vermehren, sondern man muss auch selektieren, und das Töten gehört aus meiner Sicht da genauso zu. Und da muss auch die eine oder andere Taube der Küche zugeführt werden. Und wenn man als Anfänger anfängt mit Rassetauben, was würdest du sagen, was ist ein großer Fehler, den man vermeiden könnte? Ja, ein großer Fehler ist erstmal, den man vermeiden könnte, würde ich sagen, man sich überstürzt, für eine Rasse zu entscheiden. Man sollte das schon aussuchen, genau gucken, welche Taube einem erstmal gefällt. Denn es gibt ja viele Taubenrassen. Dann sollte man auch vielleicht die eine oder andere Ausstellung mal besuchen, wo man die Vergleiche hat, und Kontakt zu den Züchtern aufnehmen, wo man ins Gespräch kommt und von den Züchtern erfährt, die Rasse ist vielleicht für mich brauchbar oder am geeignetsten, oder die nächste Rasse. Will man eine große Rasse züchten, legt man auch einen Wert auf einen Schlachtkörper. Will man eine kleine Rasse züchten, will man eine Taubenrasse haben, die man im Freiflug halten kann. Will man sich für ein kleines, zutrauliches Möfchen entscheiden, oder nimmt man eine große, kräftige Kropftaube oder eine große, kräftige Formentaube, dann muss der Züchter entscheiden, was ihm gefällt und auch wie seine Verhältnisse sind. An den Taubenschlag, an die Voliere, wie groß die ist, was er für Möglichkeiten hat, wie viele Paare kann er halten. Und er muss auch mit rechnen, dass das im Laufe des Sommers mehr wird durch die Jungtauben, dass die Schläge und Volieren nicht überbesetzt sind. Dann gibt es auch Streitereien. Dann werden die Tauben auch krankheitsanfällig, wenn sie zu eng sitzen. Und das muss der Züchter dann abwägen und für sich entscheiden, was für ihn am geeignetsten wäre. Weißt du, ob ich in der Stadt Freiflugtauben halten darf? Bestimmt, Freiflugtauben darf man halten, aber das wäre bestimmt zu bestimmten Zeiten, wo man die morgens oder abends mal auflässt und mal eine Runde fliegen lässt, weil überall sind ja auch die Greifvögel, oder vielleicht stört der Nachbar sich dran. Und deswegen ist bei den Tauben oder vor allem bei den Rassetauben Volierenhaltung angebracht. Und die Brieftauben lassen ihre ja auch nicht mehr regelmäßig fliegen. Das sind ja auch zu bestimmten Zeiten, wo sie ihre Tiere trainieren und fliegen lassen. Und Ralf, wenn man anfangen will, ist ja die Geldsache auch immer so eine Frage. Was muss ich denn für so ein Rassetaubenpärchen hinlegen? Also bei einer Rassetauben ist schon, glaube ich, wird ein anderer Preis gefordert als bei Hühnern oder beim Wassergeflügel. Also bei den Taubenzüchtern, da werden schon ganz schöne Summen bezahlt. Also man kriegt aber schon für 20 bis 30 Euro eine brauchbare Taube. Moleneser, die werden da klar ein bisschen höher gehandelt, oder Kingtauben und Strasser. Da geht es dann auch schon mal bis zu 1000 Euro. Und, 1000 Euro für ein Pärchen? Ja, wenn es gut ist, mit Sicherheit, oder Kingtauben und so. Das gibt na klar auch Rassetauben, da kriegst du hochbenotete Tiere, da kriegst du für 20 Euro ein Spitzentier. Das ist immer Angebot und Nachfrage. Und ich sage mal, gerade hier bei meinen Modenesern, die sind weit verbreitet und da sind gute Zuchten da und jeder will noch ein Tuck besser werden und sich was zukaufen. Und da gehören auch immer zwei zu, einer, der es fordert, und einer, der es gibt. Und aber wenn so jemand Interesse an den Tauben hat, dann kriegt er schon für 20, 25 Euro eine Taube. Ja, mit der man loslegen kann. Loslegen kann, genau. Aber die richtigen Liebhaber, die dann wirklich da ihr Herzblut reinstecken, die zahlen echt, ja, 1000 Euro dann? Das wird schon unter Umständen, oder für Schautauben und so, es sind bestimmte Rassen, die werden hochgehandelt. Aber so hochwertige habe ich nicht. Ich gebe meine schon, wenn ich mal welche abgebe, ganz für einen humanen Preis ab. Ne? Mhm. Den sollte man auch immer dran denken, wer es ist. Jungzüchter und so, die werden da klar selbstverständlich so unterstützt, kostengünstig oder kostenlos. Und Zeitfaktor? Wenn man nur jetzt zwei, drei Pärchen hat in der Foliere? Ja, das ist ja dann richtig Hobby. Und mit zwei, drei Pärchen, wenn die haben ja Körnerfutter, dann werden die morgens und abends gefüttert mit den handelsüblichen Taubenfuttertränken, eine Taubentränke.
die von alleine nachläuft. Die gibt es in verschiedenen Größen, 2 Liter, 4 Liter, 6 Liter. Und dann braucht man auch nur alle 2-3 Tage bei 2-3 Pärchen frisches Wasser geben. Aber das Beste ist, die Tränke nicht so voll machen, und dass die Tiere jeden Tag frisches Wasser haben, ist angenehmer als abgestandenes Wasser. Also das ist jetzt der typische Taubentränke. Hier sind Löcher drin, die läuft automatisch nach, die wird befüllt. Hier sind Löcher drin, das dient dazu, dass die Tauben mit dem Wasser nicht so rumspritzen können, anders als eine Hühnertränke. Die stecken ihren Kopf hier durch und das Wasser wird nicht verunreinigt, ja. Was jetzt im Rand drin ist. So eine typische Taubentränke, die ist jetzt ein bisschen erhöht aufgestellt, damit da keine Federn und Staub und so reinfliegt. Mitunter habe ich sie aber auch auf dem Boden stehen. Wenn die Jungtauben aus den Zellen kommen, die müssen ja auch irgendwo das Trinken lernen. Ja. Und dann saufen sie eben auf dem Boden. Die fliegen die Tränke jetzt noch nicht an. Kostenaufwand und der Zeitaufwand bei 2-3 Pärchen ist dann noch im Rahmen und sehr gering. Ja. Aber ich sollte selbst morgens und abends füttern. Ja. Also morgens, abends 5 Minuten zum Stall füttern, nach dem Rechten schauen. Ganz genau, ist wichtig auch mal, wenn die Tauben legen, ob die ihre Zellen angenommen haben, wie die verpaart sind, wann die Eier gelegt worden sind, dass man sich das merkt oder aufschreibt, denn nach 18 Tagen müssten die Taubenküken schlüpfen. Und dass man da dann eine Kontrolle macht, sind sie angepickt, nächsten Tag sind sie geschlüpft oder ist mal nur ein Junges geschlüpft und das andere beim Schlüpf stecken geblieben oder das Ei war unbefruchtet, dass man das dann entfernt. Also unbefruchtete Eier, wenn die unendlich mit dem Nest liegen und bebrütet werden, die fangen nachher auch an zu riechen, und dass man die dann dementsprechend rausnimmt. Und da muss man die Tauben auch so ein bisschen beobachten, dass man Fingerspitzengefühl verkriegt. Man sieht schon mal, ob eine Taube gesund und fit ist oder eine Taube ein bisschen schwächelt an Konditionen. Da muss man ein Auge für haben und da muss man schon seine Tauben gut versorgen. Bei mir sage ich immer, nur mit Futter geben und Wasser hinstellen ist es nicht getan. Da muss man auch so ein bisschen betuddeln und ein bisschen Vitamine mal in die Tränke, Futter dementsprechend anreichern. Aber das würde doch reichen, wenn man am Wochenende sich mehr Zeit nimmt und wenn man in der Woche quasi viel arbeitet, wenn man dann nur morgens, abends füttern, nach dem Rechten gucken. Ganz genau. Wochenende kann man den auch gucken, die Jungtauben, wie weit die sind, ob die beringt werden müssen, wer auf Ausstellung geht. Da muss ja jede Taube auch den entsprechenden Bundesring tragen. Gibt es auch verschiedene Größen. Jetzt bei meiner Taubenrasse, bei den Modenesern, ist es die gleiche Größe. Das ist Bundesringgröße 7, aber es gibt ja auch große und noch kleinere Tauben, und da ist dementsprechend auch die Ringgröße der Beinstärke angepasst, und da gibt es dann verschiedene Größen, und da muss man die Jungtauben beringen und gucken und kontrollieren, und da hat man am Wochenende schon mal ein bisschen mehr Zeit. Auch den Schlag sauber machen, das ist ja auch nur, dass er nicht nur verunreinigt wird, die Tauben koten ja auch laufend. Und die Schlachtpflege gehört da auch zu. Ja, und da reicht dann auch das Wochenende? Das Wochenende. Es gehen jetzt na klar auch nicht alle Tauben raus, weil ja auch die Hälfte oder ein bisschen weniger auf ihrem Gelege sitzt. Die in den Nistzellen versteckt sind. Wie viele hast du denn hier? Ja, wenig. Ich habe in meinem Taubenschlag jetzt 12 Paare. Der deutschen Modeneser, und die Hälfte sitzt ja auf Eiern oder bebrütet das Gelege und zieht die Jungen groß. Deswegen sind in der Voliere oder am Tage immer nur, sag ich mal, ist immer ein Partner nur vertreten, weil ein Partner sich gerade in der Zeit um die Nachtzucht kümmert. Ja. Und wie viel ziehst du nach? Also ich ziehe pro Pärchen ungefähr im Schnitt 6 Jungtauben, mache 8. Vom maximal 8 möglichen. Ich mache so 4 Bruten, und Mitte Februar bis Ende Februar paare ich die Tauben zusammen, je nach Witterung. Und dann mache ich 4 Bruten, bis das letzte Gelege im Juli ist. Und da könnten maximal 8 Jungtauben rauskommen bei 4 Bruten. Und so im Schnitt habe ich 6 Jungtauben. Das hat auch mal ein
Pärchen, was nur 4 hat, dafür hat das andere dann eben volle Punktzahl und zieht 8 Junge groß. Und kriegst du alle groß oder gibt es Verluste? Also in der Regel kriege ich alle groß, muss da klar auch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja Kopfschleimhautentzündung, gelber Knopf nennt sich das, Trichomonaden im Grunde. Und da muss man dann schon mal aufpassen, dass die Alttauben nichts haben, sonst haben das die Jungtauben und die werden dann schlecht gefüttert und fressen nicht und haben gelbe, eitrige, käsige Belege im Rachen. Und das ist auch ein Problem bei den Tauben. Okay. Aber wenn du dann viele oder alle groß kriegst, dann hast du ja auch im Herbst überschüssige Tiere. Ich habe im Herbst überschüssige Tiere. Man kann die ja nicht alle gebrauchen. Ich gebe einen Teil auf Ausstellung oder an andere Züchter ab, die Interesse an dem Farbenschlag haben. Und es sind aber auch Tiere, die nicht für die Ausstellungszucht zu gebrauchen sind. Die werden der Küche zugeführt. Denn so eine Taube ist ja auch ein schmackhafter Braten. Und wenn einer nicht reicht, dann nimmt man 2 Tauben oder 3 Tauben. Man weiß ja selber, wie man die gefüttert hat und wie sie gehalten worden sind. Und ich sage mal, zum Züchten zählt ja auch nicht nur das Vermehren, sondern man muss auch selektieren und das Töten gehört aus meiner Sicht da genauso zu. Und da muss auch die eine oder andere Taube der Küche zugeführt werden, so wie das früher war. Und so praktizieren wir das auch. Genau, wenn man Fleisch isst, ist das ja das beste Fleisch, was man kriegen kann. Super Fleisch und auch von Tauben kann man eine gute Taubensuppe kochen, die schmackhaft ist. Ich habe auch in der Nachbarschaft ältere Leute, die gerne mal einen Taubenbraten nehmen und Arbeitskollegen. Also da ist das kein Problem, dass überschüssige Tauben an Mann gebracht werden. Wie wirst du los? Aber musst du sie vorher schlachten und ausnehmen? Oder? Also ich schlachte sie, aber rupfen und ausnehmen tun die meisten selber. Ah, okay. Oder gebe auch mal, wenn irgendwelche Jugendlichen oder so Interessierte, die an Tauben Interesse haben für so eine bunte Mischung, die mal ein Pärchen oder 2 Pärchen von den Modenesern dabei haben wollen, dann gebe ich die auch kostenlos ab. Und wenn da einer Interesse dran hat, das ist kein Problem. Oder für einen kleinen Unkostenpreis, je nachdem. Ne? Ja, für Futtermittelspender quasi. Ne? Ganz genau. Kann man denn mit einem Pärchen loslegen oder sind die so gesellig, dass das gibt es eine Mindestanzahl Tauben? Nein. Wenn man anfängt? Also ein Pärchen, da kann man mit loslegen, aber am besten ist es schon mit 2 Pärchen loszulegen. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Pärchen loslege und ziehe, sage ich mal, optimal. Ich mache ja nur 4 Bruten, die würden aber auch 5 oder 6 Bruten, die würden noch ein bisschen Herbst reinzüchten. Und wenn dann die optimale Ausbeute errungen ist von den Jungtauben, man will ja das nächste Jahr vielleicht von den einen Pärchen, 2 Pärchen oder 3 Pärchen denn haben. Und da ist das, das wären ja alles Geschwister. Dann könnte ich die untereinander schlecht verpaaren, ich müsste mir woanders fremdes Blut holen. Deswegen wäre es ein Vorteil, gleich mit 2 Pärchen oder 3 Pärchen anzufangen. Und bei den Tauben kann man das gut kontrollieren. Die haben ja nur 2 Eier. Und die Jungtauben werden ja dann gleich im Nest beringt. Da kann man die gleich dann mit der Ringnummer den Pärchen zuordnen. Und dann hat man genau die Abstammung und kann, wenn man im nächsten Jahr sich vergrößern will oder mehr machen will, kann man dementsprechend einen Partner von dem einen Pärchen nehmen und den anderen Partner vom anderen Pärchen, also die Nachzuchttiere davon, und die miteinander verpaaren, dann hat man gleich blutsfremde Tiere und hat seine eigenen Tiere praktisch behalten und vergrößert so seine Zucht damit. Also ist die Inzucht bei den Tauben, Rassetauben, ein größeres Problem als bei den Hühnern? Nein, das nicht. Also hier bei den Rassetauben auch zum Erfolg zu kommen. Es gibt auch Paarungen Mutter mit Sohn, Vater mit Tochter. Das wird oft praktiziert, aber da habe ich nicht die besten Erfolge mit. Bei mir ist das so, wenn ich ein überragendes Tier habe, dann kriegt das oft, ziehe ich da 2 oder 4 Jungtauben von und dann kriegt das nochmal einen anderen Partner angepaart und von dem ziehe ich nochmal 2 oder 4 Jungtauben. Dann sind die Jungtauben untereinander Halbgeschwister. Die haben praktisch den gleichen Vater oder die gleiche Mutter, je nachdem. Und die Geschwister, die Halbgeschwister untereinander, die paare ich dann zusammen. Okay.
Und das ist für mich, dass ich da mehr zum Erfolg gekommen bin oder bessere Erfolge hatte, ist für mich so ein Prinzip. Ja. Wie das in der Allgemeinheit aussieht, weiß ich nicht. Aber das ist so meine Methode. Du hast gesagt, die Taubenzüchter stellen auch Alttauben nochmal hin, ne? Ja, auch eine Ausstellung, wenn man gute Alttauben hat. Ja. Bei Ausstellungszüchtern ist es ja üblich, dass man die Tiere 6 Bundesring-Jahrgänge ausstellen kann und darf. Und laut der Ausstellungsordnung und bei Taubenzüchtern ist das oft so, dass auch Alttauben ausgestellt werden. Und es gibt auch Taubenrassen bei den Tauben, die erst im 2. oder 3. Jahr voll da sind, voll in Kondition, voll im Gefieder, richtig ausgereift. Das ist auch ein Vorteil, Alttauben auszustellen, wenn man gute hatte im Jahr zuvor. Aber oft ist es so, dass die Alttauben dann besser sind. Da kommen Alttauben auf Ausstellungen, die schon mehrmals hochprämiert sind. Ja. Und die Alttauben stehlen den Jungtauben dann die Show, sage ich mal. Ja. Weil die Alttauben dann die Preise machen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn ich dann einmal ein sehr gutes Pärchen habe, könnte ich das 5 Jahre lang hinstellen und das dann immer wieder mit absahen? Könnte man, theoretisch ja. Aber so eine Taube ist nicht immer gleich gut. Ja. Muss ich dementsprechend auch voll in Kondition und muss das Gefieder haben und muss ich richtig im Ausstellungskäfig präsentieren. Ist das nicht der Fall, dass man nicht so in Kondition ist oder nicht gut gemausert hat und die Federn nicht schön glatt und rau sind, dann kann die im Jahr zuvor gut prämiert worden sein und im Jahr später sieht sie nicht so gut aus. Das ist ein Schönheitswettbewerb und da kommt es darauf an, da ist auch Tagesform entscheidend. Ich dürfte aber doch auch mal meinen Huhn, was 3 Jahre alt ist, auch nochmal hinstellen. Dürfte auch ausstellen. Ne? Aber bei den Hühnern sind die Junghühner ja eben immer die schöneren und wenn die ausgereift sind, wenn man Althuhn hat und das nicht in Blüte mehr richtig ist und den keinen vorigen Kamm hat und die Kopfpunkte schön durchblutet und die Kehllappen schön rot und alles oder die Beinfarbe lässt bei Alttieren oft nach, dann haben da bei den Hühnern die Alttiere schon Nachteil. Ja, aber im ersten Jahr sind, wenn wir zum Beispiel Anfang November schon die Ausstellung haben, die Hähne manchmal noch nicht ganz fertig und dann steht oft auf den Karten, sehe ich in der Brust noch nicht ausgereift oder noch nicht fertig, dann wäre es vielleicht sogar eine Idee, einen Hahn im 2. Jahr nochmal bewerten zu lassen, oder? Kann man machen, aber auch die Althähne müssen dementsprechend ausgereift sein, denn ist der Sporn schon oft zu lang gewachsen, sind vielleicht in den Kopfpunkten schon ein bisschen rau oder auch zerbissen, wenn sie mit anderen Hähnen zusammengelaufen sind und da kleine Rangkämpfe stattgefunden haben. Also da bei den Hühnern sind die schon im ersten Jahr richtig schön ausgereift und schön im Gefieder. Okay. Ich hoffe, ihr konntet auch aus diesem Video etwas Hilfreiches oder Interessantes Wissen mitnehmen und wurdet gleichzeitig angenehm unterhalten. Ist das Gurren der Tauben nicht wunderbar entspannend? Lasst im Gegenzug gerne einen Kommentar da oder liked das Video mit einem Daumen hoch. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene. Ich verabschiede mich jetzt. Die lassen sich aber hier auch nicht aus der Ruhe bringen, die Kleinen, ne? Ja, jetzt sind sie voll gefüttert. Jetzt ist Ruhe. Ja. Und da ist der. Der große Mann. Der immer das Futter bringt. Ja.